Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Minecraft Let's Play. Und gleich zu Beginn sollte gesagt werden, dass wir etwas hören, und zwar The Whiskey Project mit dem Album Demos. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal verwendet hatte. Mir war so, aber mir war dann doch nicht so und deswegen habe ich es einfach mal gelassen. Beim letzten Mal entstanden, Ofen Mania, 28 Stück. Und hier ist noch der alte, hier drüben, da ist noch der alte Ofen. Da. Mit Cleanstone. Den wir auch brauchen. Ich wollte mir ja noch Mods nachinstallieren. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Also bleibt es vergessen. Und wir freuen uns erstmal an der Gegend hier, wo uns gleich wieder ein Creeper auf den Kopf fällt. Hallo Huhn. Genau, da ist Zombiehirn und so weiter. Neue Stelle, neue Welle und immer noch altes Glück oder so. Jetzt schauen wir mal, wie wir hier so surviven. Wir bauen ja gerade neu auf. Und wir wollen da nach oben. Deswegen machen wir da gleich mal weiter, weil wir da nach oben wollen. Es gibt ja auch schon zwei Eiseneingangstüren und so. Alles, was das Herz begehrt. So. Die beiden Räume sind so verbunden. Und hier habe ich ja den Boden so hübsch. Ach, ist das alles hübsch. Hübsch, 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 hübsch. Da fällt mir auf, ich habe mich ein bisschen leiser. Jetzt ein bisschen lauter. Wird schon, wird schon, wird schon. Die Einstellungen werden auch von Mal zu Mal professioneller. Nein, ja. Wahrscheinlich nicht, aber immerhin anders. Und ja, dann legen wir auch mal los. Was ich mir für heute vorgenommen habe, ist zum einen, ich muss Glas bauen, Glas produzieren. Und ich muss die Wege bauen. Und weil wir Wege bauen wollen und müssen, nehmen wir gleich mal dieses hier zum Anlass, einen Weg zu bauen. Und hauen hier einfach mal die drei raus. Das heißt halt auch, wir brauchen gleich Treppen und so. Mal gucken, wie das so wird. Ich habe nämlich selbst noch keine Ahnung, wie das werden könnte. Das macht die Sache ja ganz besonders spannend. Wir probieren aus, wir machen Dinge anders, wir machen Dinge neu. Und da sehe ich schon, wir sind an der Oberfläche angekommen. Und den wollte ich gar nicht wegnehmen. Naja, halb so wild. Nicht so schlimm, aber auf jeden Fall sind wir hier schon draußen. Dann müssen wir hier einen vernünftigen Ausgang bauen. Und die Schaufel ist natürlich auch gleich kaputt gegangen. Wie das immer so sein sollte im richtigen Leben, ne? So, Kohle. Wie das immer so sein sollte im richtigen Leben. Erstmal Kohle. Yay. So, 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 so. Na, und was habt ihr so erlebt die letzten Tage? Seitdem die letzte Folge online gegangen ist. Ich nicht viel. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so viel berichten. Ach doch, ich könnte meine aktuelle Lieblingstheorie berichten. Ich weiß nicht, ob das damit hier zu... ob das zu weit vom Thema abschweift. Ich habe nämlich folgende These aufgestellt. Könnt ihr mal überlegen, ob sie für euch auch so... also ob das für euch auch eine These ist, die ihr so unterstützen würdet, wenn ihr denn Thesen unterstützen würdet in eurer Freizeit. Komplizierter Ansatz, aber eigentlich ganz... Ach, ich habe noch Stufen. Eigentlich ganz einfach. Und zwar meine These, meine Idee wäre folgende. Wenn es in einem Land... Also jetzt nicht Deutschland, weil Deutschland ist ein bisschen anders. Ich komme da gleich noch drauf. Wenn es in einem Land nicht die Möglichkeit gibt oder beziehungsweise man medial dazu gezwungen wird oder sich selber dazu zwingt, nicht die eigene Landessprache zu verwenden, so wahrscheinlich, also so zu sehen, zum Beispiel bei den Isländern. Und ich weiß nicht, ob es da noch andere Länder gibt, wo das ähnlich ist. Ach, wie mache ich das jetzt hier? Mache ich das alles Kabel? Damit es einheitlich ist? Oder mache ich das alles Cleany? Alles Cleany. Ich habe jetzt so viele davon. Nur da, wo man es sieht. Genau. Wo man quasi dazu gezwungen wird, medial zumindest gesehen, nicht der eigenen Landessprache zu frönen. Weil es halt keine Angebote im Fernsehen in Landessprache gibt oder nur sehr, sehr wenige.
Das Einzige, was wirklich eine Landessprache ist, ist das Radio, wenn ich das richtig resümiere. Ist es dann nicht sehr wahrscheinlich, dass eben diese Landessprache über kurz oder lang, jetzt habe ich das gerade eben hingesetzt, hau es wieder weg, aussterben wird? Also beziehungsweise es schwer hat zu überleben, weil die Lebenswirklichkeit oder die Wahrnehmungswirklichkeit der Einwohner primär darauf getrimmt ist, zumindest medial gesehen, Dinge in Englisch zu konsumieren oder in einer anderen Sprache. Muss ja jetzt nicht unbedingt Englisch sein, aber meistens ist es in solchen Fällen Englisch. Ich würde meinen, Ähnliches sehen wir auch bei den Niederländern, bei unseren holländischen Freunden. Zumindest was die Medienlandschaft angeht. Sie haben da auch nicht so viel, weil Land ja klein und so. Da wird auch nicht so viel in Landessprache produziert. Also gut, abgesehen natürlich von Endemol und den großartigen Shows, ist halt die Frage, hat über kurz oder lang die Landessprache da überhaupt noch eine Chance zu überleben? Das sieht man ja auch. Verdammt. Muss ich den wegnehmen. Und wieder hoch. Ui. Ja, wieder hoch. Hier hatte ich ja mal einen schönen Aufgang gezimmert, ne? So aus Erde und so. Und was ist? Ein Creeper kam daher geschissen und alle war futsch. Das muss ich auch noch wegnehmen. So. Ah, ein Schaf. Muss ich gleich mal schlachten, glaube ich. Blöde Schaf da. So, und hier können wir. Ne, hier außen machen wir Cleanies. Hallo. Schon wieder runtergekracht. Achso, ja, ich habe mein Schiffproblem gelöst. Siehst du, das kann ich ja jetzt auch nochmal erwähnen. Also, falls ihr dieses Multi-MC-Ding nehmt und euer Minecraft, zumindest das LWGL, hochgepatcht habt auf die aktuellste Version, in eben dieser ist. Lauf weg. In eben dieser Version ist der Bug zu finden, der dafür sorgt, dass die Shift-Taste nicht funktioniert. Hätte ich auch nicht gedacht, aber genau so ist es. Und eben dies habe ich dann auch noch herausfinden können am heutigen Tage. Und ja, da es wahrscheinlich dann auch so sein wird, könnte ich jetzt auch mal sagen, dass dass mir leid tut, dass der letzte Livestream so abrupt endete. Aber an jedem Abend war ich einfach zugeplättet. Ja, Tränenhaschen bitte jetzt einmal einschalten. Ich war echt scheiße müde, weswegen ich den Livestream nicht fortsetzen konnte. Es tut mir leid, aber als Entschädigung habe ich dann noch am gleichen Abend, ein paar Stunden später, das nächste Let's Play freigeschaltet, also dass an diesem Tag zwei released wurden. Und nun ja. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dies entschuldigt ein bisschen für das, was ihr erleiden musstet. Dank meiner einer. Tja, aber dann damit komme ich auch schon wieder ab von meiner These. Oh, These. Ja, Thesen. Tesafilm und Thesen. Boah, unglaublich. Nein, jedenfalls so meine Meinung, meine These oder meine Idee. Weil das ist echt scheiße für so eine Sprache, wenn die lokalen Kulturtreibenden, zu denen ich mich jetzt für Deutschland nicht so wirklich. Ach, ich weiß nicht, bin ich ein Kulturtreibender? Mache ich hier Kultur? Also ich hau ein bisschen auf Tasten rum und laber dazu blöde, aber was ist denn schon im Anspruch? Oh ja, das ist mein Lieblingswort, das jemals in der deutschen Politik geprägt wurde. Die Leitkultur, ob das so eine Art Leitkultur ist. Also vielleicht Leit im Sinne von leicht. Im Sinne von die Leit oder so. Dies könnte ich mir noch vorstellen, aber sonst wüsste ich nicht, was das hier mit Kultur, so ob ich hier, was ich hier, aua,
kulturtreibender wäre, würde mich doch stark überraschen. So. Jetzt, 11 habe ich noch. Ja, es wird dunkel. Und das hier ist auch falsch. Das muss der Stein werden. So, und in order to make things here the right way, we should probably hire this place somehow, so we can build up on it our new fancy thingy thing blah. Yeah, you know what I mean. So, dann können wir ihn nämlich hier einfach so machen. Dann kann er nämlich keinen reinlatschen. Ach, bis auf Hühner. Aber wer hat schon Angst vor Hühnern? Pff, ich nicht. Ihr schon? Ich weiß nicht. Habt ihr Angst vor Hühnern? Ich nicht. Schmeckt lecker. Also Brathähnchen zum Beispiel. Also Dinge, die man essen kann, vor denen hat man normalerweise keine Angst. Aber es liegt jetzt auch an unserem Kulturkreis, glaube ich. So, da, wo man Schlangen und Krokodile und so weiter isst, ist jetzt bei uns nicht so das gängige Abendmahl. Aber ich glaube, die Leute haben schon mehr Respekt vor ihrem Essen als wir. Oder so ein Schweinchen, Küchen, was auch immer hast, das einfach nur und macht oder so und in seinem Stall vor sich hin vegetiert. Da ist der Respekt jetzt nicht ganz so groß, wie er sein könnte. Fürchte ich. So, was müssen wir noch machen? Genau, das müssen wir noch machen. So, das müssen wir auch noch machen. So, damit könnten wir eigentlich wieder zwei Stacks Cleanstone fabrizieren. Ja, wir haben gar keinen Kabel. Ist so krass, ey. Wir haben nichts. Ist ja wieder hier komplett in Neuanfang. Wir haben echt gar nichts. So, dieser Ausgang ist doch schon fast so pompös, wie wir ihn von uns gewohnt sind. Und das hier sollte ich vielleicht mal noch... Ja, das hier muss wieder weg. Wir hier auf eine Ebene rauskommen und dann erst den Berg erklimmen müssen. Also beziehungsweise kommt dann auch noch so ein Weg drüber. Weil ich wollte ja hier rüber auch was Schönes bauen. So eine Art Galerie am Bergeshang. Und das wird die hier jetzt quasi. Soll irgendwann hier durch... wobei, es können wir gleich durchziehen, ne? Das war zwar einen halben Berg da abtragen, aber wir haben ja sonst nichts vor. Ich wollte ja Glas machen. Ich brauche dafür Glas und ich brauche Kabels. Also ich brauche Cleanies und Kabels und so. Oh ja. Also entweder wir laufen jetzt zurück zur Hauptbasis, bauen uns ein Portal oder wir machen jetzt hier einfach mal den nächsten Raum. Machen wir hier einfach mal den nächsten Raum. Ja, ich weiß, dass wir hier erst vor kurzem das überhaupt zugemacht haben. Wir brauchen ja auch noch einen Platz für Kisten. Wird das hier unser Platz für Kisten? Und für Kisten bräuchten wir viel Holz, das haben wir auch nicht. Also müssen wir uns jetzt etwas einschränken in unserer Kreativität. Oder ich laufe doch nochmal zum alten Haupthaus und hole ein bisschen Zeug rüber. Wobei ich das ja eigentlich vermeiden wollte, um halt hier so einen Neuanfang zu haben. Also zumindest einen gefühlten Werkzeug haben wir ja mal mitgenommen, aber darüber hinaus hatten wir ja nicht viel dabei. Ein bisschen Essen, ein bisschen Werkzeug und das war's auch. So. Und ich ist jetzt die Frage, ob wir das ändern wollen oder nicht. Da bin ich mir nämlich gerade noch etwas unschlüssig, wie ich das dann haben wollen würde, möchte. Könnte. Sollte. So, nehmen wir die Ebene noch raus. Dann müssen wir wieder zählen, dass wir auf eine ungerade Zahl kommen. Ne, toll. Ah ja, die Shift-Taste funktioniert wieder. Ist das nicht ein Traum? Ey, eine funktionierende Shift-Taste, wenn man sich so an diese Steuerung gewöhnt hat. Wie sehr einen das doch echt so in die Bredouille bringt. Ne? Wenn dann Dinge auf einmal nicht mehr so funktionieren wie gewohnt.